Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Guardian 1984. Und er spielt Karo Kann. Bin ich mal gespannt, welche Variante er austestet gegen mich. Läufer E3 ist meistens eine Variante. Und Springer C3, soweit ich weiß. Was, Dame B1? Dame C3, Läufer D2, ist die Dame weg? Ne, Dame A3 hat er noch. Dame B1, Dame C3, Läufer D2, Dame A3. Wie ging das denn noch? Dame B1, Dame C3, Läufer D2, Dame A3. Dame B7. Springer B6 vielleicht. Oder Turm B8. Was mit... Ich weiß, dass Dame B1 richtig ist. Dame B1, Dame C3, Läufer D2, Dame A3. Warum geht Dame A3 nicht? Dame B7, Turm B8. Wenn ich direkt Dame B7, Turm B8 spiele. Ich glaube, ich habe das verwechselt mit, der Springer, der steht noch. Der Springer, der steht nicht auf D7 sonst. Keine Ahnung, Dame B1. Dame B7, ja. Keine Ahnung. Muss ich irgendwie gucken, dass ich so. Was hinbekomme. Turm C8 sieht normal aus. Springer A7, Turm C7. Er hat zwei Bauern mehr jetzt. Schlecht C4. Ja, Springer A7 werde ich sowieso spielen. Ich glaube, ich habe gute Kompensation. Ich kann das gleich noch mal im Variantenbrett zeigen. A6 habe ich sowieso, Springer D6. C6 schlicht, Turm schlicht. Seine Idee, Springer F5 oder Springer G4. Ich direkt Springer D6 spiele. Ich spiele ihn direkt. Eigentlich sieht das sehr gut aus. König C8 habe ich, Läufer A6. König C7. Keine Ahnung. Sogar Springer A5 ist ein Zug. Obwohl C6 gefällt mir besser. Läufer B6, AB. Okay, muss mich wieder beeilen, wie immer.
Die Zeit drängt. Nichts Neues. Oh, ich glaube, das ist ein guter Zug. Ja, ja, der war blöd, der Zug. Oh, ich Idiot. Ich hab's noch gesehen, Turm B1, Springer E3. Der Turm D1 oder so spielen müssen. Jetzt habe ich wenigstens das Feld D4. Ich habe einfach die Qualle weniger. Muss irgendwie C6 halten. Springer D4 ist ein starker Zug. Jetzt sogar noch mehr. Springer B5 droht und E6 hängt. Läufer A6 droht. Einfach mal C7 spielen. Okay, jetzt kriege ich den. Totale Domination hier von meinen Springern. Stellen wir den erstmal dahin. So, ah, okay, er hat. Hier ist matt. Yes! Bang! So läuft das. Okay, ich habe eine inkorrekte Eröffnung gespielt. Ja, okay, C5. Auf das ich hinaus wollte, war C5 Läufer E3 Dame B6 und jetzt Springer C3. Woraufhin nach Dame B2. Irgendwie. Ja, das macht einen Riesenunterschied. Jetzt hat er erstmal kein Turm B8 in der Turm hängt. Ich weiß gar nicht, was hier der beste ist. Ah ja, genau, hier ist nicht der beste zu nehmen auf C3. Der beste ist Dame C2. Nee, Dame C2 auch nicht. Dame B1, Turm B1, Läufer C2, Turm B7. Ich glaube so irgendwie. Springer D7. Und Springer B5. Irgendwie so geht das.
gibt ja aber auch nach C5 übrigens C3. Direkt. Wenn man nicht keine Lust auf die scharfen Varianten hat. Okay, und hier habe ich es irgendwie mit dem Tempo weniger. Okay, Läufer B. Springer B5 wäre besser gewesen. Was ist denn falsch an Dame D2? Sieht ja erstmal gut aus. Okay, Springer H6 ist plus 1. Okay, Springer F5 verliert einiges. Aber nicht wegen C6, sondern wegen Läufer D2. Ja, Läufer A5, ne? Aber mein Springer hängt, ist das... egal. Achso, C6. Jetzt Läufer A5. Ah ne, jetzt hat er Springer B6. Sind bestimmt irgendwie matt oder so. Ja, Läufer A3. Ah, ich hab... Das erste, was ich gedacht habe, okay, Turm B1, okay, das geht nicht wegen Springer E3. Dann dachte ich, Turm C2 geht auch nicht wegen Springer E3. Dann dachte ich, Turm C3 geht auch nicht wegen Läufer B4. Also spiele ich Turm B1. Turm D1 wäre besser gewesen. Okay, er sagt Springer D4. Sagten die Engländer Springer D4, Läufer D4, Läufer C1. Ja, ich habe auf jeden Fall Kompensation hier. Okay. Endspiel mit Bauern weniger. Ja, direkt Springer D4. Ja, ich dachte daran nach Schlee. Wäre besser gewesen. Ja, aber jetzt habe ich eine Figur mehr. Es war eigentlich viel Pre-Move angesagt hier. Ich habe doch ganz gute Züge gefunden. A4. Ja, A4, genau. Der war gut gewesen. Unerwarteter Besuch ist immer gesehen. Okay, A4. Wie gesagt, ist ein guter Zug. Springer A3 nicht so, aber... Ich habe gesehen, dass ich die Bauern hier kriege. Muss man mal aufpassen, hier die Gabel. Das easy going schnelleres Matt stimmt, aber ist auch wurscht. Okay, dann auf zur Öffnung. Ja, Karokan E4, C6, D4, D5, E5. Noch alles normal hier. Ja, okay, hier ist der Hauptzug Springer E7, aber C5 ist, wie gesagt, ein aggressives Verhalten. Läufer E3 gibt's. Dame B6 gibt's nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich hole mal eben kurz eine Engine. Bis gleich. Ich hätte gar nicht pausieren müssen. Die Engine, die hat sich... ja. Daneben geöffnet. Okay, die Engine sagt B3. Wahrscheinlich um C4 zu spielen. Ups.
Ja, immer noch B3. B3 mit plus 0,7. Okay, ich habe Springer C3 gespielt. Das ist der zweitbeste Zug mit 0,5. Ja, Springer B5 plus 1,5. Ich habe heute nur die zweitbesten Züge gemacht. Zweitbester Zug. Zum AC1, der beste. Drittbester Zug. Oh, jetzt habe ich den besten. Ja gut, hier stehe ich plus 0,4. Okay, also Dame B6 gibt's nicht. Wegen B3. Macht für mich eigentlich keinen Sinn. Mein Läufer steht auf E3. Also eigentlich das einzige Grund ist C4, wirklich. Können ja mal gucken, wie es weitergeht. Läufer G4 ist der beste. Was denn, wenn ich einfach Springer E7 spiele? Dann kommt DC5, Springer C5. Springer C3? Okay, das ist Computerschach. Aber hier droht doch was. Springer A4 droht. Springer C6. Springer B5. Ja, okay. Das hat nichts mehr wirklich mit der Öffnung zu tun hier. Das Engine. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.